Die Brut wächst und wächst. Mitten in der Aula der Hochschule für Bildende Künste. Seit mehreren Wochen arbeitet Alexandra Hojenski an ihrem vorerst letzten Hochschulprojekt. Das ist ein Produktionsort, weniger als ein fertiges Produkt. Dementsprechend bin ich jetzt gerade kurz davor, auch die nächsten Stoffe zu färben. Und es sind dann eben diese einzelnen Objekte, die nach und nach durchtrocknen, abgenommen werden und im hinteren Bereich auftauchen und so mehr und mehr eben als die wachsende Brut den Raum auch einnehmen. Von daher ist es eine Arbeit, die ständig im Bewegen und Wandeln ist. Alexandras Installation ist eines von ca. 140 Abschlussprojekten der Bachelor- und Masterabsolventinnen und Absolventen. Für 4 Tage waren einige davon in den Räumen der HFBK zu sehen. Von der Malerei über Installation und Performances bis hin zur Bildhauerei. Einige der Kunstwerke nutzen auch funktionale Gegebenheiten des Raumes. Wie etwa bei dieser begehbaren Betontreppe. Der Lastkran half früher dabei, schwere Skulpturen zu versetzen. Jetzt unterstützt er den Künstler Isamu beim Spiel mit der Gravitation. I love to look into construction sites and to see this birth of a building, this before of a building in contrast to the ruin, which is the end, which is the death of it. And it's kind of a chaotic scenery that that really inspires me, and these brutal materials such as concrete and steel. Fast ein Drittel der knapp 1000 Studentinnen und Studenten kommen aus dem Ausland. Gerade das sorgt für einen diversen künstlerischen Austausch. Ich habe vorher schon in Nürnberg an der Kunstakademie studiert, also bin mit Vorwissen angekommen. Und da war es hier sehr toll, weil es eine große Hochschule ist mit sehr vielen internationalen Studierenden. Gerade unsere Klasse ist sehr, sehr vielfältig und es war toll, welche Menschen ich hier kennengelernt habe. Und auch für meine Arbeit ging noch mal viel weiter. Nur ein sehr kleiner Teil der vielen Künstlerinnen und Künstler in Deutschland können ausschließlich von ihrer Kunst leben. Für viele Absolventinnen und Absolventen trotzdem kein Grund, Angst vor der ungewissen Zukunft zu haben. Also erstmal in Hamburg bleiben auf jeden Fall und dann geht es darum, die Bedingungen zu schaffen, Geld- und platzmäßig. Ich brauche ein Atelier, muss jetzt hier aus der Hochschule raus, genau, und weiter Kunst zu machen auf jeden Fall. Das ist dann alles in Ordnung so. Und wenn alles in Ordnung ist, dann gibt es keinen Grund mehr, Fragen zu stellen. Da gibt es dann keinen Grund mehr, Fragen zu stellen, denn es ist ja alles in Ordnung so.